Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Ohne Frage fühlt sich das iPhone 15 Pro ohne Hülle total super an. Nichtsdestotrotz werden wahrscheinlich die allermeisten aber eine Hülle benutzen wollen, ganz einfach um das teure Smartphone so gut wie möglich zu schützen. Nun bietet Apple leider keine Ledercases an, es gibt nur noch Silikon- und Fine-Woven-Cases und der ein oder andere bedauert das. Ich möchte hier keine politische Diskussion draus machen, lasst ganz einfach die Leute, die noch Ledercases nutzen wollen, Ledercases nutzen und wenn ihr das nicht möchtet, dann ist das genauso in Ordnung. Bitte macht aus so etwas wie einer Hülle für ein Smartphone keine politische Diskussion. Wer noch gerne Ledercases nutzt, für den habe ich hier etwas von der Firma Viuca. Das stelle ich euch in den nächsten Minuten vor. Bleibt dran, los geht's. Viel Spaß. Cases der Firma Viuca sind nicht neu für mich. Ich habe sie auch in der Vergangenheit bereits für mehrere Smartphones genutzt. Ich mag die Firma einfach, ich mag die Philosophie und einen Link zur Homepage findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Das Case, das ich mir für das iPhone 15 Pro ausgesucht habe, nennt sich Skin. Und es handelt sich bei dem, was ihr seht, um die Farbe Petrol. Natürlich gibt es noch diverse andere Farben. Die Textur ist deutlich spürbar, ich mag aber dieses etwas andere in der Handgefühl. Ledertypisch braucht es ein wenig, bis es den richtigen Grip hat. Die Knöpfe behalten ihre super Druckpunkte, Viuca setzt hier auf Aluminium. Die Innenseite ist zum Schutz eures iPhones mit Mikrofaser bezogen und wie ihr vielleicht erkannt habt, die Hülle ist MagSafe-kompatibel und kabelloses Laden stellt auch kein Problem dar. Unten ist Skin offen, was mir persönlich sehr gut gefällt, auch wenn an der Stelle das iPhone natürlich dann etwas ungeschützt ist. Das Putzen ist dadurch aber einfacher, nichts ist schlimmer, als wenn man den ganzen Staub immer nur hin und her schiebt. Das Case trägt nicht zu dick auf, die Ränder stehen etwas über dem Display, ebenso ist die Kamera geschützt. Hier habe ich aber einen kleinen, subjektiven, optischen Kritikpunkt. Die Einfassung sieht mir etwas zu wulstig aus. Was für ein schlimmes Wort. Wer sich fragt, was das Case wiegt, knapp 30 Gramm. Das ist in etwa so viel wie das Apple Silicon Case und etwas mehr als das neue Fine Woven Case. Natürlich nicht unwichtig bei einem solchen Case der Preis. Viuca verlangt faire 49 Euro. Das sind einfach mal 10 Euro weniger als das Silikon Case von Apple kostet und 20 Euro weniger als das Fine Woven Case. Ich bin sehr zufrieden und ich denke, ich werde mir noch die ein oder andere Farbe bei Viuca nachbestellen. Da sich das iPhone 15 Pro durch den neuen Titanrahmen und vor allem dem abgerundeten Design nun besser anfühlt als je zuvor, zumindest in meinen Händen, möchte aber vielleicht nicht jeder dieses gute Feeling aufgeben und durch eine Hülle beeinträchtigen. Auch für diejenigen habe ich etwas, auch von Viuca. Darf ich vorstellen, das ist Sleeve. Eine Handytasche aus super dünnem, weichen Leder. Von innen auch mit Mikrofaser versehen, versiegelte, super kleine Nähte, die perfekt gearbeitet sind und natürlich funktioniert auch Laden per MagSafe. Solltet ihr Sleeve kaufen, die ersten Male rein, raus, gehen noch. Zu Anfang ist es etwas umständlicher, das iPhone in und wieder aus der Tasche zu bekommen. Macht euch aber darüber keine Sorgen, Sleeve wird ein wenig weiter, das 15 Pro sitzt aber immer sicher in der Tasche, rausfallen wird es euch da nicht. Mit 29,95 Euro ist auch hier der Preis sehr angemessen in meinen Augen. Sleeve gibt es auch noch in braunem Leder und mit einer Lasche über der Öffnung. Für Tasche und Hülle habe ich also zusammen knapp 80 Euro gezahlt. Ich denke, das kann einem der Schutz eines so teuren Smartphones schon wert sein. Oder wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Leder, kein Leder, Silikon, Feinwoven oder vielleicht ganz ohne Schutz. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meiner kleinen Reise hier auf YouTube begleitet und meinen kleinen Kanal abonniert. Das Allerwichtigste aber, bleibt interessiert und bis zu einem weiteren Video. Macht's gut, bye bye.